klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Nun findet sich das Ereignis in Offenbarung 11 über die zwei Zeugen. Wenn ich dann nur allein diesen Bericht von den zwei Zeugen betrachte, dann sehe ich deutlich göttliche Prinzipien. So ist Gott in der Endzeit bereit zu wirken, das tut er. Und die Frage an mich, stimme ich damit von ganzem Herzen überein oder habe ich da meine Einwände, mein Davida? Nein, da bin ich jetzt gar nicht so dafür. Das sollte nicht so sein. Das ist aber nicht angenehm. Das ist aber nicht gut. Es ist gut. Es ist sogar sehr gut, weil Gott mit diesen zwei Zeugen keinerlei Fehler oder Menschlichkeit beübt. Da ist nichts. Das ist absolut der Wille des Allerhöchsten. Weil es kommt. Woher kommt es her? Es kommt aus der Inspiration des Geistes Gottes. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Am Abschluss dieses Ereignisses mit den zwei Zeugen ist nun das zweite Wehe vorüber. Und wenn man dann den Gesamtzusammenhang betrachtet, dann sieht man, es waren zuerst einmal sieben Siegel, wo schon beim vierten Siegel ein Viertel der Menschheit, der gesamten Menschheit, umgekommen ist. Ein Viertel. Und dann kommen nach den sieben Siegeln, da kommt das siebte Siegel, das wieder aus sieben Posaunen besteht. Und die letzten drei Posaunen, das sind die drei Wehen. Das heißt, die sechste Posaune ist das zweite Wehe. Und hier die Zeugen siedeln sich genau in diesem Zeitabschnitt irgendwo an. Und zwar für eine Zeit von, und ich will meinen zwei Zeugen verleihen, dass sie weissagen, profitieren sollen, 1260 Tage lang angetan mit Säcken. Das sind jetzt plus minus 17 Tage weniger als 3,5 Jahre. Also plus minus 3,5 Jahre werden diese ganz besonders auserwählten Propheten, sie werden ihren Dienst tun. Und dieser Dienst besteht aus verschiedenen, eindeutig beschriebenen Wirkungen. Zuerst einmal, sie prophetieren. Fordern sie diese Welt auf, vielleicht vergleichbar wie ein Prediger der Gerechtigkeit, auch Noah, aufgefordert hat zur Buße. Welch ein Szenarium für fast 3,5 Jahre wird einer antichristlichen Welt noch ein Zeugnis der Wahrheit, göttliche Prophetie übermittelt, publik, öffentlich. Doch die Resonanz dieser Welt scheint mir, wie man es dann weiterliest, nur Gehässigkeit, Bosheit, Giftigkeit, Verwerfung. Aber Gott hat das Zeugnis ausgehen lassen. Was für eine Perspektive für diese beiden Leuchter in einer dunklen Welt, wo sie einsam und allein eine Wahrheit verkünden, wofür sie gehasst, verabscheut werden. Und es mag sein, dass in diesen 3,5 Jahren, dass dann auch andere Plagen von den Posaunen, von den Schalen, dass die da mit eingeflochten sind in diese Zeit der Wirkung dieser zwei Gesalbten. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Außergewöhnliche Persönlichkeiten. Kann man sich denken, ist das die Möglichkeit, dass das Menschen sind? Sind das nicht vielleicht Engel oder gottgleiche Wesen anderer Art? Ich vermute, es werden Menschen sein, so wie Mose und Elia auch Menschen waren, aber mit der Fähigkeit, Gott sich ganz intensiv und ganz besonders zu nahen, um ihm zu entsprechen, dem Auftrag, den sie bekommen,
denn sie haben nun Vollmachten. Wenn jemand sie schädigen will, geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie schädigen will, muss er so getötet werden. Nein, das hört sich aber gar nicht gut an. Ja, was ist denn hier? Hier ist die Rede von einer starken Selbstverteidigung. Ja, wie passt das? Gut, ich finde das im Alten Testament. Elia, der hat da die 50 Soldaten, die ausgesandt wurden, der hat die so mal so umkommen lassen auf sein Wort hin. Der hat sich auch so selbst verteidigt. Aber das war doch Altes Testament. Das hat mir doch immer so geschienen wie eine Art Machtmissbrauch der Vollmacht Gottes. Denn das ist doch so gar nicht Jesu Art. Das hat doch so gar nichts mit ihm zu tun. Jesus, nein, du lehrst uns doch, dass wir die andere Backe hinhalten sollen, dass wir uns schädigen lassen sollen. Herr, ich verstehe nicht mehr. Hier kommt es mir gar nicht mehr vor, wie dein gnädiges, liebevolles Evangelium. Hier kommt es mir vor, wie knallharte Selbstverteidigung. Wo gibt's denn das? Wie kann das denn sein? Ist das richtig? Und das bestimmt vom Allmächtigen, vorherbestimmt, vor Jahrtausenden, vorhergesagt bereits, wie viele Jahrhunderte vorher, Jahrtausende vorher, in Sacharja bereits vorgeschrieben, hier diese beiden besonderen Vorbilder. Sie gehen ganz anders mit der Menschheit um, wie unser liebenswerter Heiland es uns zeigt. Stimmt da etwas nicht? Kann ich das noch zusammenbringen? Oh ja, ich muss es zusammenbringen, denn Jesu Zorn selber offenbart sich in einer Art und Weise, die ich verstehen muss, die dann gerechterweise nichts mehr damit zu tun hat, um sich nur kreuzigen zu lassen, sich nur verspotten, anspucken und schmähen zu lassen. Nein, hier kommt eine andere Seite Gottes. Hier kommt ein Allmächtiger, der sich dem Kampfe stellt. Erstaunlich, etwas anderes, aber passend. Passend zu meinem Jesus, passend zur Erfüllung der ganzen Wahrheit dieser unserer Bibel. Ja, das gehört mit dazu. Das kann ich nicht weglassen. Nein, Gott kommt auch und Jesus selbst kommt als der Richter mit einem gerechten Gericht. Und wer tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes des Allmächtigen? Jesus ist es, unser liebenswürdiger Heiland. Das kann ich nicht leugnen, das gehört mit ins Evangelium hinein. Gottes Gerechtigkeit wird sich sehr wohl zu verteidigen wissen.